Abend mit Dünnchen erst anrichte. Ja, könnte ich machen. Könnte ich machen. Könnte ich auch noch schnell. Viele Leute haben auch gefragt, Android und Parsec. Wenn ihr Parsec nutzen wollt in Echtzeit, könntet ihr dieses nutzen. Ihr könnt Parsec über Raspbian laufen lassen. Da gibt es ein Video dazu, dann könntet ihr das überall hin streamen. Das ist wichtig, das haben einige Leute schon gefragt. Und wie du DynDNS einrichtest, ist ganz einfach. Du brauchst nur zwei Sachen. Du brauchst DuckDNS. Ja, da loggst du dich ein und createst dir einen Account mit DuckDNS. Und dann brauchst du den Docker-Container von DuckDNS. Ja, DuckDNS. Den richtest du dir auch ein, den kannst du editieren. Und gibst dir deine Sachen ein. Jetzt habt ihr meine Sachen gesehen. Das heißt, ich ändere sie dann später wieder, weil mir sonst die DNS klaut, ist ja klar. Das blöre ich dann im späteren Video. Und ihr seht, ihr müsst es nur so eingeben und zack, könnt ihr eure DNS weiterrouten. Das heißt, hier oben zum Beispiel bin ich jetzt auf lokal. Aber das brauche ich nicht, weil ich habe meine eigene. Ihr kommt natürlich nicht drauf, weil ich alles passwortgeschützt habe, aber ich habe meine eigene mit Port und da komme ich dann drauf. Das ist sehr praktisch. Das heißt, du brauchst nur den Docker-Container und das, installierst beides und es funktioniert. Suchst dir einen Custom-Port aus zum Weiterschleifen nach draußen, schaust, dass du Plugins hast, die deine Firewall bilden. Ich habe ja noch eine Firewall außen und dann kannst du Login-Daten einrichten und das war alles. Und schon hast du DynDNS. Mehr brauchst du nicht, nur DuckDNS und das. Das ist eigentlich eine Vier-Klick-Sache. Natürlich kannst du einen Reverse-Proxy einstellen mit Let's Encrypt, weil es noch um einiges sicherer ist. Brauche ich jetzt nicht wegen meiner Firewall und weil ich sehr, sehr lange Passwörter benutze. Und gegen Brute Force, da schaltet dann mein Router sowieso ab. Du kommst nicht auf dein Android. Ja, Seegurke, dann hast du wahrscheinlich den Port nicht explizit freigegeben in deinem Router. UPnP funktioniert nicht immer. Das heißt, du musst den Port, den du verwendest, und das siehst du übrigens hier in den Einstellungen, alle mal weggucken, so in der Art. So, hier Show Container Settings. Hier unten sind doch verschiedene Ports. Und den Port, den ihr für Android nutzt, ich bin 5005. Es kann nicht funktionieren, wenn ihr im Heimnetz Port 80 nutzt. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, um richtig durchzuschleifen, müsst ihr den Port ändern. Ich schau mal, was ich für einen Port habe. Ne? Könnt ihr auf Management Access, hier siehst du, HTTP-Port, HTTPS-Port, den müsst ihr ändern, weil der Port 80 oder 8080, den durchzuschleifen, da kommt nichts Gutes. Das heißt, ihr sucht euch hier einen Custom-Port aus, gebt den in der Firewall von eurem Router frei und macht dann DynS, dann funktioniert's. Versucht's, das wird funktionieren. Wenn ich mit VMs arbeite, dann wäre eine CPU mit mehr Kern notwendig. Klar, wenn es mehr für Daten genutzt wird, dann mehr HDDs. Ja. Habe ich das mit den letzten zwei Stunden mit dem VGA-BIOS richtig verstanden? Das BIOS brauche ich, wenn ich die VGA... Ja, richtig, du brauchst das BIOS. Du hast aber das Glück, dass auf unserer Homepage, habe ich hier einen extra Tab eingerichtet für viele BIOSe. Hier, Grafikkarten wie BIOS für Android. Also wenn du zu Android was durchschleifen willst, dann kannst du das machen. Und kannst dir von uns VBIOS herunterladen, klickst auf den Download-Link und dann landest du hier und dann kannst du hier gucken, welche Grafik, ein paar habe ich schon hochgeladen. Wenn du da deine nicht findest, gehst du auf Tech Power ab, suchst zum Beispiel 1080 Ti VBIOS von Asus und du findest einen Link dazu und dann findest du das VBIOS deiner Grafikkarte letztes runter, bindest es ein. Also lädst es auf dein Array drauf und dann bindest du es einfach hier ein und fertig. Und schon bootet er dir die Grafikkarte durch. Du brauchst es nicht immer, aber manche Grafikkarten brauchen das VBIOS einfach. Liegt daran, weil es eine virtuelle Maschine ist und über KVM läuft. Und das hilft einem auch, dass man dann zum Beispiel manche Spiele spielen kann, die sonst in anderen VMs nicht funktionieren würden. Das hilft sehr. Und auch beim Debuggen hilft es sehr. Und du solltest auf jeden Fall mehr Kerne haben, wenn du mehrere VMs nutzt. Ich zum Beispiel habe ja unter den CPU-Pinning, ich habe ja verschiedene Kerne für verschiedene VMs durchgeschliffen. Das ist auch teilweise echt wichtig. Der Hersteller ist eigentlich völlig egal. Das geht nur darum, dass die Chip-Revision die gleiche ist. Und es sollte komplett funktionieren. Bei der VBIOS Online musst du es leider selber dumpen. Das ist gemein, wenn du es selber dumpen musst. Ich hoffe, ihr wisst, wie man ein BIOS dumpt. Da gibt es eine Utility dazu. Das könnt ihr machen.
ist blöd, wenn man es selber machen muss. Das ist von Hersteller zu Hersteller, wenn die einen Custom-BIOS drin haben. Normalerweise geht's. Es ist gemein, wenn es nicht funktioniert. Also ihr könnt es machen, ihr könnt auch das BIOS selber dumpen. Für alle, die es nicht können, hier. Für alle, die es nicht wissen, Guide for BIOS Dumping, ihr findet dazu auch was. Auch unter Reddit-Comments und dann wird auch erzählt, hier zum Beispiel hier der VBIOS-Patcher, da, und dann könnt, der geht für Nvidia, aber es gibt auch andere, es gibt auch YouTube-Videos dazu, also machen wir es ganz einfach. Und das müsste Space Invader ein Video dazu haben, hier seht ihr schon, das ist Without Dumping, da geht es auch, aber ihr könnt auch einfach hier, ihr könnt es auch selber machen. Hm, warte mal. Nein, nein, wow. Ist ein echt wenig. Wenn man es live sucht, ne? Hier GPU Mentos, Clone GPU, GPU. Blablabla. Ihr könnt es auch mit GPU-Z machen, soweit ich noch weiß. Aber ihr könnt es auch in Linux machen. Ihr könnt es in Linux machen und könnt euer GPU dumpen. Ohne mit GPU-Z könnt ihr es, soweit ich weiß, auch machen, dass ihr die BIOS-File einfach dumpt und speichert und auslässt. Habe mit Unreal das Problem, wenn ich eine VM starte, kommt nur eine Shell und es geht nicht weiter. Ja, das Problem kenne ich. Zeig's dir. Ich erstelle eine neue VM. Es ist aber auch blöd, wenn ich mal zeigen will, dass was nicht geht. Dieses Fenster hier hast du, Seegurke. Da tippst du ein Exit, landest hier. Gehst auf Boot Manager und bootest von DVD oder Festplatte. Das wird dir dann hier angezeigt. Jetzt geht's nicht, weil ich ja extra dieses leere Ding erstellt habe. Mehr brauchst du nicht. Exit und dann gibst du dir ein, von was du booten willst und dann sollte er kommen. Und hier kannst du auch ganz viel. Das ist quasi das virtuelle BIOS deiner VM. Ja, hallo, bekomme ich die verschiedenen VM von meinem ESX und Treiber zum anderen? Ja, solltest du eigentlich zum Laufen bekommen. Sollten von Haus auf booten. Du musst halt im Nachhinein die Virtual IO Driver nachinstallieren. Die findest du ja überall. Was sind eigentlich die neuen Virtual IO Driver? Von KVM, Windows, bla 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 bla. Hier findest du immer die neuesten. Was sind denn die neuesten? Ah, verdammt, gib mir das Repository. So, was sind denn die neuesten? Die brauchst du auf jeden Fall, die neuen Quemo-Treiber. Auf Releases bitte. Viele Leute können leider GitHub nicht bedienen. Oh, die 2000. Die sollte ich mir auch mal holen. Die habe ich ja noch gar nicht. Ist ja witzig. Ja, mehr brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst eigentlich nur die KVM-Treiber als ISO. VirtuWin ISO, ich such mal. Die gibt's als ISO, kannst du auch gleich als ISO laden. Zack, suchst du die ISO. Hier. Welche haben wir denn hier hoch? Nein, die will ich nicht. Ich will die neuesten. Die neuesten sind. Hier, 01. Nein, 15. Was sind das? Hier sind die neuesten. 23.03. VirtuWin 0.1.173 ISO, die brauchst du. Von Fedora, People, Dings. Ich tu's mal. Die Virtual.io ist nicht nur für Windows, da ist noch Linux-Treiber drauf. Das ist eine ISO mit allen Treibern. Die VMX-Datei als VM in Unreal Engine, genau so solltest du es machen. Du kannst es aber auch anders machen. Und zwar als nativ. Du kannst es auslesen und kannst es direkt als RAW-Partition. Wie ich zum Beispiel hier gemacht habe. Ich habe einfach für meine Partition hier, die habe ich so gemountet. Und habe einfach alle Dateien per Hand auf die Platte geschoben und habe die ganze Platte als RAW gemountet. Das heißt, du könntest deine VMX auch extrahieren, einfach auf eine Festplatte direkt schreiben und das war's. Und dann legst halt dein Linux-Dateisystem an und kopierst einfach alle Dateien einmal drauf und bootest von der Festplatte ohne VMX-Datei. Du musst ja keinen Container nehmen, du kannst das auch einfach als ganze Festplatte oder Partition booten oder partitionierst eine Festplatte und bootest davon. Das Unreal gibt keinen Cluster. Du kannst ein Proxmox-ISO als Dings haben. Also du kannst einen Proxmox als VM laden und Proxmox kann clustern, aber Unreal kann kein clustern. Dafür ist es auch gar nicht gemacht. Ist auch schon spät und ich werde jetzt wahrscheinlich den Stream so langsam mal beenden. Es war schön mit euch. Sobald der Stream durch ist, lade ich das hoch und stelle es mal auf der Homepage noch zur Verfügung. Das wird dann auch schon, denke ich mal, die letzte Tat für heute Abend und heute Nacht sein. Falls ihr wollt, ihr könnt für die nächsten Themen zum Livestream auch wieder abstimmen. Ich zeige euch auch mal wo. Das ist jetzt noch das alte Doc. Es gibt bald ein neues Doc. Könnt ihr drauf gucken. Und zwar unter Live, Livestream-Themen-Abstimmung.
Da wird dann morgen, übermorgen, ich denke mal morgen, das neue Livestream-Doc sein. Und hier könnt ihr dann abstimmen, was ihr nächsten Freitag so an Themen haben wollt. Und dann könnt ihr auch Vorschläge bringen, was ihr sehen und hören wollt. Und dann verabschiede ich mich auch mal in meinen Feierabend. Wir sind ja auch schon wieder 3 Stunden am Streamen. Und es ist sogar etwas anstrengend, so viel zu blubbern. Und ja, bleibt gesund, bleibt daheim. Zockt ein bisschen, spielt ein bisschen, blödelt ein bisschen, bastelt in Unreal rum. Und ich logge mich jetzt aus dem Stream aus. Ihr kriegt noch den Lockout-Screen und ich wünsche euch eine schöne Nacht. Nö, macht's gut. Und wenn ihr wollt, könnt ihr morgen ja schon das andere Zeug runterladen. Deswegen, bis dänse. Ah, Lukas wird es hassen zu cutten. Ziemlich konfus.